Hallihallo und herzlich willkommen heute mal zu World of Tanks. Wie ihr seht, ich habe schon ein bisschen gespielt und ohne großes Gelaber fangen wir jetzt einfach mal das erste Zufallsgefecht an. Ich spiele mit Marder, das ist ein Jagdpanzer. Wer den Unterschied zwischen den verschiedenen Panzerklassen nicht kennt, es gibt halt Selbstfahrlafetten, man könnte es sagen Artillerie, die schießen halt von weit weg, haben keine Rüstung oder keine Panzerung vielmehr. Es gibt Jagdpanzer. Die werde ich euch gleich zeigen, warum die so heißen, wie sie heißen. Es gibt leichte, mittlere und schwere Panzer. Ganz klar, je schwerer der Panzer, desto mehr Stahl habt ihr um euch herum. Der Jagdpanzer, an dem sieht man es gerade nicht so gut. An dem dort hinten, dort, sieht man es noch viel besser. Der Jagdpanzer hat als Besonderheit, genauso wie der dort, das ist ein Hetzer, hat als Besonderheit, die haben keinen Turm. Was bei mir aussieht wie ein Turm, ist im Prinzip auch nur so eine Schale und ein Geschütz, das sich ein bisschen nach links und rechts Los bewegen geht's! kann. Und ihr könnt quasi, während ihr fahrt, nur vor euch schießen und nicht zur Seite. Das hat natürlich den Nachteil, dass ihr quasi immer in Schussrichtung stehen müsst. Das hat aber auch den Vorteil, dass ihr von der Bauform her, beim Marder ist es jetzt gar nicht mal so präsent, aber bei vielen anderen, dass ihr von der Bauform her viel, viel niedriger seid als die mit Turm, weil die mit Turm ja natürlich ihren Turm haben und an ihren Turm quasi denken müssen, wenn sie Fahrzeug bewegen. So. Da hinten sehe ich gerade nichts, da ist ein leichter Panzer. Kann es sein? Achso, es ist da drüben der Stützpunkt. Ich wollte gerade sagen, wie kann es sein, dass unser Stützpunkt eingenommen wird? Den haben wir zerlegt. Wie das bei Panzern so üblich ist, sie sind halt vorne am besten gepanzert. Hinten dran ist halt nicht so viel mit Panzerung. Oben noch viel weniger. Dem Kollegen zusammen hier sieht das ganz gut aus, was wir machen. Da vorne ist noch ein Panzer. Den hat er gerade zerlegt. Dort ist ein gegnerischer Panzer, den wir von hier aber nicht einsehen können. World of Tanks, worum geht's? Ja, wie ihr seht, es geht um Panzer. Es gibt auch ein World of Warplane und es ist ein World of Warships geplant. World of Warplanes habe ich gestern mal kurz angespielt. Ist der letzte Husten im Moment. Braucht euch gar nicht anzugucken. Spielt lieber War Thunder. Das kann wenigstens was, das Spiel. World of Warplanes kann gar nichts. Ja, sonst habe ich das Spiel hier seit einiger Zeit mal wieder rausgekramt, weil ich dachte mir, Mensch, das ist so lange nicht mehr gespielt, schaue ich einfach mal, was in der Zwischenzeit passiert ist. Es hat sich ein bisschen was getan. Ein paar Sachen sind anders. Steuerung ist definitiv besser, würde ich sagen, als vorher. Da bin ich zu spät dran gewesen. Da war der Kollege da drüben in seinem, wie heißt das Ding? Cruiser, glaube ich. Britischer leichter Panzer. War schneller. Britische leichte Panzer, nein, allgemein britische Panzer gab es, glaube ich, vorher gar nicht, als ich das letzte Mal gespielt habe. Wenn ihr World of Tanks kennt, werdet ihr feststellen, es ist schon ein bisschen her. Das ist richtig. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier den Berg hochkommen und die Kollegen dort unterstützen können. Nein, können wir nicht. Aber es scheint echt abzuräumen hier vorne. Ja, das hat ihn leider gerade zerlegt, die Aktion. Wir werden hier mal langsam Kette wurde getroffen, sie runterfahren. kann jeden Moment reißen. Super. Ach, sehr gut. Satz mit X. Das hatte ich mir gerade etwas anders vorgestellt.
So in etwa. Ja, und damit haben wir auch schon gewonnen. Und haben den ersten Sieg eingefahren. 766 Punkte bekommen. Können wir noch was erforschen? Ja, aber da haben wir noch nicht genug Punkte für. Ich würde sagen, ganz einfach ab ins nächste Gefecht. Weil die Episode hier ist gerade mal 5 Minuten lang. Da können wir uns noch eine zweite leisten. In welchem Bier ist noch was drin? Hier, Prost. Ja, ich habe heute versucht, mit Jens ein paar War Thunder Videos aufzunehmen. Das ist alles gründlich in die Hose gegangen. Entweder haben wir überhaupt nichts gerissen gekriegt, oder das hat einfach absolut nicht funktioniert. Gegner sind uns reingeflogen und weiß der Teufel was. Ja, also in dem Zusammenhang leider ein Griff ins Klo quasi. Ja, auf der Map, wer sie kennt, ich weiß so viel, außen spielt sich alles ab und in der Mitte ist nur so ein bisschen Rumgekämpfe, also Gas geben und ab nach außen. Falls ihr World of Tanks noch gar nie gespielt habt, es ist free to play, wie so viele Spiele heutzutage, ihr könnt es euch also mal runterladen. Im Gegensatz zu World, zu War Thunder, wollte ich sagen. Nicht World of War Thunder, sondern War Thunder. Der ging voll durch ihre Panzer. Hat es aber allerdings den entscheidenden Nachteil, dass gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Dass es ein Pay-to-Win-Spiel ist. Also ihr kriegt wirklich über Geld richtige, gute Ausrüstungs... Bonis gekauft und jetzt hat es mich, glaube ich, zerlegt. Kette repariert. Weiter geht's. Ich hoffe, dass ich wegkomme. Ach, gerade so weggekommen. Das war knapp. Ich weiß gar nicht, wer mich da erwischt hat. Da hinten steht auf jeden Fall jemand. Jetzt verschwunden ist. Da ist er. Er ging voll durch ihre Panzerung. Ich hoffe, dass er mich nicht so schnell erfasst. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Den hat's zerlegt. Jetzt mal wieder schnell hinter das Haus hier in Deckung gehen. Ah. So. Da hinten hat jemand die Artillerie gespottet. Artillerie ist gefährlich, weil sie kann halt weit schießen, macht viel Schaden auf einmal. Und ist darum echt gefürchtet. Wirkungstreffer! Der Treffer war gut. Vorne steht irgendein Jagdpanzer. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Den haben wir zerlegt. Boah! Der Kollege hat definitiv schneller geschossen, er hatte aber auch eine andere Kanone an Bord. Noch 2%. Ah, wie tragisch, wie tragisch, wie tragisch. Auch anders als im Arcade-Modus von World of... gar nicht, War Thunder, würde ich sagen. Man hat einen Panzer und das war's. Also es ist ein bisschen wie die historischen Schlachten in War Thunder. Wobei das Spiel sich natürlich doch recht arkadisch steuert. So aus der Bewegung schießen und dann auch noch was treffen. Das ist halt totaler Schwachsinn, auch wenn man das in Filmen immer sieht. Sowas funktioniert in der Realität nicht. So, die Kollegen hier im Team arbeiten gut zusammen. Da ist der Panzer, den ich nicht ganz kaputt bekommen habe. Wenn er es vielleicht schafft, den da vorne mal zu treffen. Hallo? Ja? Treffen? Schießen? Ja? Ah, sehr gut. Das hat ein bisschen gedauert. Da hinten gibt's Probleme. Ja, nicht gegen das Haus fahren. Schauen wir mal. Ich fürchte, damit der Panzer wird das gewinnen.
weil der Kollege hier kriegt überhaupt nichts gebacken. Er hat das Spielkonzept seines Panzers nicht so ganz verstanden. Die Sache mit einem Jagdpanzer ist halt, wie man das vielleicht bei mir gesehen hat, man sollte sich in eine Position bewegen und von da aus möglichst aus gedeckter Stellung heraus den Gegner beschießen. Das ist auch das, was die Deutschen, gerade die Deutschen damals mit ihrem Panther, sehr bekannter Jagdpanzer, im Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Haben sich halt irgendwo in Städten versteckt und die vorrückenden Alliierten dann aus getarnter Stellung oder gedeckter Stellung heraus beschossen. Und gerade die Panther, wenn ich mich da richtig erinnere, waren damit ziemlich erfolgreich. Was die Kollegen hier machen, habe ich nicht so ganz verstanden. Das verlieren wir, die Runde, weil da waren die Gegner schneller mit dem Einnehmen. Ja, so kann es laufen. Gut gespielt, trotzdem verloren. Niederlage. Naja, zumindest ein paar Erfahrungspunkte hier bekommen. Leider nicht ganz so viele, weil wir halt verloren haben. Es gibt Premium-Ammo, um auch nochmal drauf zurückzukommen. Es ist ein Pay-to-Win-Spiel. Ihr könnt euch quasi für Gold Premium-Munition und Premium-Panzer kaufen. Gold in diesem Spiel ist richtig teuer. Ich gebe euch mal eine Relation. Ein Schuss Premium-Munition kostet für diesen Panzer 7 Gold. Ich habe aktuell 100 Gold. In der Befürchtung, dass ihr jetzt gerade nichts mehr seht, sage ich euch einfach, dass 2500 Gold 10 Euro kosten. Oder der beste Preis 30.000 Gold, 100 Euro. Da sagt ihr euch, ja gut, 7.000 Euro ist ja nicht viel. Na, dann sage ich euch aber, wartet kurz, Forschung. Panzer 10.000, 12.000. Ihr kauft euch die beiden und den Panzer und es sind 100 Euro für euch weg. Das ist krass, das ist heftig, finde ich. Auch wenn ihr zu wenig Geld habt, ihr könnt halt Gold in Geld tauschen. Ihr seht, wenn ich jetzt ein Gold investiere, kriege ich dafür 400 Credits, was eigentlich nicht wirklich viel ist, weil einmal aufmunitionieren kostet 2000 irgendwas Credits bei dem Panzer. Also irgendwas bei 5 Gold seid ihr wieder bei ja, ein paar Cent. Also es ist im ersten Moment scheint es wenig zu sein, wenn ihr das aber mal hochrechnet, es ist gar nicht so wenig. Das Spiel ist ziemlich, ziemlich teuer. Es gibt einen Forschungsbaum, den ihr gerade schon mal ganz kurz gesehen habt. Ich mache ihn nochmal auf. Den hat jede Nation. Die Deutschen sind da ziemlich groß dabei. Das ist der französische Baum. Der ist offensichtlich noch nicht fertig. Der russische Baum auch in keinster Weise fertig. Der britische Baum ist relativ neu. Davor hat er noch schon ein paar Panzer. Der amerikanische Baum ist relativ fett ausgestattet schon. Hier sind viele Panzer bei, die es eigentlich nie wirklich gab. Die nur Studien waren oder die nur irgendwelche Blaupausen-Prototypen waren. Die Chinesen haben auch schon ein paar Panzer. Wer zum Beispiel sich ein bisschen auskennt, weiß, dass die Russen, gar nicht, das waren die Chinesen, hier sind die Russen, so rum, dass die Russen hier unten, das sind die ganzen Selbstladerlafetten, also die Artillerie, dass die Russen zum Beispiel niemals selbstfahrende Artillerie hatten, sondern immer von Pferdewagen oder von Traktoren oder von LKWs gezogene Artillerie benutzt haben als Feldartillerie. Es ist halt sehr, sehr kreativ, das Spiel, was sowas angeht. Ja, zum Spaß und der Freude noch eine letzte Runde. Was hier passiert. Es ist auch immer so, man wird, wie das auch in War Thunder ein bisschen ist, mit anderen Leuten von anderen Tiers, also von anderen Ausrüstungsstufen zusammengemixt. Hier ist es aber noch viel schlimmer als in War Thunder. Ihr seht zum Beispiel, hier, ich habe einen Level 3 Panzer. Es gibt Level 4 Panzer. Manchmal hat man auch in einem Spiel Level 5 und Level 3 Panzer. Man selber fährt einen Level 4 Panzer. Und es gibt nur 10 Level. Also ein Spread von 2 Tiers ist, als wenn hättet ihr in War Thunder ein Spread von 4 Tiers. Als würdet ihr zum Beispiel mit einem Level 5 Flugzeug gegen ja, Level 9 Flugzeuge fliegen. Und wie das ausgeht, könnt ihr euch ja sicher ausmalen. So, hier geht es offensichtlich darum, um diesen Berg herum zu fahren und dann dort auf der anderen Seite die Basis einzunehmen. Die leichten Panzer fahren voraus, wie man das gerade so schön sieht hier. Die geben gut Gas. Der Jagdpanzer selber hier ist gerade nicht so das Schnellste. Ich finde aber die Grafik eigentlich für ein Free-to-Play-Spiel doch echt ordentlich. Wobei, Free-to-Play ist natürlich immer relativ zu sehen. Man kann Geld dafür ausgeben, muss aber nicht.
werde mich mal hier in diesen Baum stellen. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, ob das geht, ob das als Busch zählt überhaupt. Da wird unser Kollege nebenan schon beschossen. Oh, da ist ein Panzer direkt um die Ecke. Steht quasi direkt ums Haus. Oh, den habe ich. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Mal direkt nicht gesehen. War ich zu weit reingezoomt. Das ist auch immer so eine Sache, finde ich, bei dem Spiel. Die situationsbedingte Awareness ist hier immer so ein bisschen kritisch, was das angeht. So, da oben ist ein feindlicher Panzer. Wir hatten noch gerade das Problem dieses Panzers gesehen. Er kann seine Wanne halt nur... er kann seinen Turm halt nicht drehen oder sein Geschütz, sondern nur mit der Wanne. Und wie man unten in der Ecke sieht, ist das halt auf ein bestimmtes Maß begrenzt. Irgendwann ist halt einfach Schluss mit Drehen. Und da muss man die Wanne nachdrehen, der grüne Kreis wird wieder groß, weil das Zielen darunter leidet. Alles so eine Sache. Alles Dinge, die man beachten muss. Und da ist ein Panzer. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Und zerlegt, da ist noch ein feindlicher Panzer. Hoffentlich setzt er zurück. Nein, tut er nicht. Aber da ist ein französischer Panzer oder ein französischer Jagdpanzer. Er ging voll durch ihre Panzerung. Irgendwas Ding. Ja, das war voll daneben. Ja. Da vorne kommen dicke Panzer. Nach. Wirkungstreffer. Yep. Gesessen. Oh. Da hat irgendjemand auf mich geschossen. Der Schuss ist allerdings glücklicherweise abgeprallt. Das war dieses zischende Geräusch, was wir da gerade gehört haben. Da schreit jemand um Hilfe. Ja, da hinten, ich sehe es gerade, mittelschwerer Panzer. Da können wir uns mal einfach drehen und gucken, dass wir den Kollegen da hinten vielleicht erwischt kriegen. Immer mich da gerade beschossen hat. Ah, von da hinten möglicherweise. Wir werden es nicht genau erfahren. Man sieht leider nicht, wer einen erschossen hat. Das ist auch so ein bisschen so eine Sache. Das macht es interessanter. Ja, was die Leute hier oben machen, frage ich mich zwar ganz ehrlich. So macht man es nicht. Diese Runde werden wir vermutlich auch wieder verlieren, aber wenn ich mir angucke, was wir hatten und was die Gegner hatten, schwerer Panzer, mittlerer Panzer, mittlerer Panzer, gut, hatten wir auch, aber wir hatten halt weit mehr mittlere Panzer und weit mehr schwere Panzer, wir hatten halt viel mehr Jagdpanzer, die wahrscheinlich den Job nicht gemacht haben, weil hier oben sollten keine schweren Panzer stehen, sondern die Panzer stehen. Oder halt auch keine leichten Panzer. Tja, Satz mit X. Da haben wir noch eine Selbstladelafette. Gar nicht einen Jagdpanzer, was der gerade gemacht hat, weiß ich auch nicht. Wenn der eigene Stützpunkt eingenommen wird, muss man nicht mehr zum gegnerischen Stützpunkt fahren und ihn einnehmen. Ja, so viel dazu. Und die 4900 Gold oder Silber, die wir da bekommen haben, die haben wir wahrscheinlich gerade für Reparaturen wieder ausgegeben. Ganz kurz noch, es gibt ein Forschungssystem. Für die Fahrzeuge selbst. Dieser Panzer ist schon relativ gut ausgestattet, von daher zeige ich euch das mal lieber hier mit diesem Fahrzeug. Nein, kann ich, tue ich nicht, weil da habe ich keine Punkte. Ihr habt quasi für euer Fahrzeug Punkte, mit denen ihr Dinge erforschen könnt. Hier zum Beispiel jetzt kann ich eine größere Kanone erforschen. Die hat viel bessere Werte, wie man sieht. Mittlere Durchschlagskraft 118 mm Panzerung und Schaden 125 mm. Bei einer Nachladezeit von 12 Schuss die Minute. Und meine aktuelle hat 12,5 Schuss die Minute, also unerheblich mehr, aber dafür halt weit weniger Panzerungsdurchdringung und Schaden. Dann erforscht man das Ding einmal
Kauft es dann für gar nicht mal so wenig Geld, muss ich sagen. Und dann hat man eine dickere Kanone auf seinem Panzer drauf. Wir müssen noch ein bisschen Munition kaufen, die kosten auch nochmal viel Geld. So, und dann haben wir unseren Panzer hier quasi aufgerüstet und ausgestattet bis zum Maximum. Es gibt noch ein paar Extras, darauf werde ich mal in einem nächsteren Video eingehen. Wieder ein neues Wort erfunden, erfolgreich, Mensch. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.